Ich danke Ihnen. Ich weiß die Pause zu schätzen. Mr. Comey, sind Sie bei uns? Ja, Sir. Okay, ich danke Ihnen vielmals. War das eine ausreichende Pause für Sie? Geht es Ihnen gut? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Senator Hawley. Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Herr Comey, wir haben heute Morgen eine Reihe von Dingen gehört. Wir haben Sie mehrmals sagen hören, dass das Büro des Generalinspekteurs in allen Visa-Anträgen Probleme gefunden hat. Aber natürlich waren es nur diese Visa-Anträge, die Carter Page betrafen und Sie, die sie unterschrieben haben, die eine beispiellose Rüge des Visa-Gerichts nach sich zogen, an die Sie sich erinnern. Lassen Sie mich nur aus diesem Visa-Gerichtsbeschluss zitieren. Die Häufigkeit und Schwere dieser Fehler in einem Fall, der angesichts seines sensiblen Charakters sowohl beim Justizministerium als auch beim FBI ein ungewöhnlich hohes Maß an Überprüfung erfahren hat, haben die Zuverlässigkeit der in anderen FBI-Anträgen angeführten Informationen in Frage gestellt. Erinnern Sie sich an diese Antwort des Gerichts? Soweit ich mich erinnern kann, kam das nach meiner Zeit, aber ich erinnere mich, darüber gelesen zu haben. Ja. Haben Sie jemals erlebt, dass das Gericht eine solche Verfügung erlassen hat, die Ihnen bekannt ist? Ja. Wir wissen, dass das Gericht in der Vergangenheit anderen unterlassen hat, das FBI zu tadeln, weil es das FBI in die Irre geführt hat. Ja, kurz vor dem 11.09. gab es vom Visa-Gericht erhebliche Kritik an der Qualität der Visa-Anträge. Das Gericht sagte, dass die Häufigkeit und Schwere der Fehler in diesen Anträgen dazu führten, dass es an der Zuverlässigkeit aller FBI-Anträge zweifelte, in allen Fällen. Ich erinnere mich nicht an die genauen Worte, aber an etwas Ähnliches. Soweit ich mich erinnere, wurde mindestens einem Agenten verboten, in Visa-Anträgen aufzutreten. Aber das ist nicht was Sie hier getan haben. Ich meine, in diesem Fall sagte das Visa-Gericht, dass Sie Grund hätten, die Zuverlässigkeit der FBI-Anträge in allen Fällen anzuzweifeln, weil es so viele irreführende Informationen gab, die Sie persönlich unterschrieben haben. Bedauern Sie Ihre Rolle in dieser beispiellosen Irreführung eines Visa-Gerichts? Ich bereue meine Rolle nicht. Ich bedauere, dass es passiert ist. Warum nicht? Verzeihung, warum bedauern Sie nicht Ihre Rolle in der beispiellosen Irreführung eines Visa-Gerichts? Nun, ich bedauere, dass das FBI einem Visa-Gericht Informationen zur Verfügung gestellt hat, die ungenau und unverständlich waren und hätten aktualisiert werden müssen. Bereuen Sie, dass Sie zugestimmt haben? Nun, ich bedauere, dass es passiert ist. Und der einzige Grund, warum ich zögere, ist, dass das, was der FBI-Direktor im Zusammenhang mit der Visa tut, eigentlich sehr eng gefasst ist. Aber lassen wir das beiseite. Es ist wichtig, dass es korrekt ist. Und das war es nicht. Und das bedauere ich sehr. Hören Sie, das haben Sie schon mehrmals gesagt. Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht. Die erforderliche Bescheinigung ist eine Bescheinigung des FBI-Direktors über den Inhalt des Antrags. Sie haben das unterschrieben. Das Visa-Gericht sagte, es sei so irreführend, dass es nun Grund habe, die Wahrhaftigkeit des FBI auf der ganzen Linie anzuzweifeln. Sind Sie für diese Bescheinigung verantwortlich oder nicht? Across the board, are you responsible for these certifications or not? Ich glaube nicht, dass Sie die gesetzliche Anforderung für die Zertifizierung genau beschreiben. Sind Sie für die Zertifizierung nicht verantwortlich? Beantworten Sie eine Frage. Ich habe auf jedem Visa das FBI an das Visa-Gericht geschickt, Bescheinigung unterschrieben, darunter auch diese. Sind Sie für diese irreführenden Beweise vor dem Visa-Gericht verantwortlich? Sind Sie dafür verantwortlich, ja oder nein? Ja, im Sinne der Befehlsverantwortung, nein, insofern, als ich kein persönliches Wissen hatte, das mir zu der Einsicht verholfen hätte, dass wir keine vollständigen Informationen liefern. Lassen Sie uns darüber sprechen, welche persönlichen Kenntnisse Sie haben. Als Sie den ersten Carter Page Visa-Antrag beglaubigten, glaubten Sie, dass Mr. Steele für die Demokratische Partei arbeitete, nicht wahr? Ich weiß nicht mehr, ob ich die Demokratische Partei kannte. Ich wusste, dass er für die politischen Gegner von Präsident Trump arbeitete. Lassen Sie mich nur an Ihre eigene Aussage am 7. Dezember 2018 vor dem Untersuchungsausschuss erinnern, in der Sie sagten, und ich zitiere, Steele wurde von Republikanern, die Mr. Trump in der Hauptsaison ablehnten, zurückgehalten. Und dann wurde seine Arbeit danach von Demokraten, die Herrn Trump während der allgemeinen Wahlsaison ablehnten, unterschrieben. Sie haben damals sicher erkannt, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Aktivitäten des FBI untergraben würde, wenn Sie sich so stark auf eine voreingenommene Quelle verlassen würden, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Warum sollten Sie es nicht tun? Sie erzählten im selben Ausschuss am 7. Dezember 2018, und ich zitiere, wenn man Leiter einer Justizbehörde ist, dann ist der Anschein einer Voreingenommenheit genauso wichtig wie das Vorhandensein einer tatsächlichen Voreingenommenheit. Sie sagten auch, dass ein vernünftiger Anschein von Voreingenommenheit das Vertrauen des amerikanischen Volkes und in ihre Arbeit genauso korrumpieren würde wie eine tatsächliche Voreingenommenheit. Stehen Sie dazu, diese Bemerkung? Ja, sogar. Aber sie erlaubten der Demokratischen Partei dennoch, die am stärksten in die Privatsphäre eingreifende Geheimdienstkapazitäten der Bundesregierung gegen Präsident Trump einzusetzen. Sie haben das persönlich abgesegnet. Sie wussten damals auch, dass andere Beamte im Justizministerium ernsthafte Bedenken hatten. Wissen Sie, wer Stuart Evans ist?
Das tue ich. Hier übrigens ist dein Anwalt in der Abteilung für nationale Sicherheit im Justizministerium unter Präsident Obama, nicht wahr? Ich glaube, er war ein Beamter des Justizministeriums. Er war Jurist der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums. Vor dem ersten Visa-Antrag von Carter Page äußerte Evans ernsthafte Bedenken über den angeblich parteiischen Charakter der von der Steele gelieferten Informationen, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Das hat er getan. Der Generalinspekteur berichtet darüber auf der Seite 136, 137 dieses Berichts. Sie wussten von diesen Bedenken, bevor Sie den Visa-Antrag unterschrieben haben, nicht wahr? Ich glaube, das wusste ich vorher nicht. Ich erinnere mich, dass ich die Fußnote gelesen habe, in der versucht wurde, das Gericht über eine mögliche Befangenheit zu informieren. Nein, eigentlich fand der Generalinspekteur auf Seite 139 des Berichts, und ich zitierte, am 12. Oktober 2016 wurde Comey über Evans Bedenken über Steele informiert. Dennoch haben sie in dem Wissen, dass die Untersuchung von der Demokratischen Partei finanziert wurde, abgezeichnet. Und da sie wussten, dass hohe Beamte der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums ernsthafte Bedenken hatten, trotzdem haben sie zugestimmt. Reden wir darüber, was sie sonst noch wussten oder nicht wussten. Als sie den FISA-Antrag bestätigten, wussten sie da, dass die Anstellungen im Steele-Dossier aus Unterquellen stammten und nicht aus Steeles eigenem Wissen. Ich glaube, ich wusste es. Er hatte ein Netzwerk von Quellen und Unterquellen, korrekt. Wussten Sie, wer diese primäre Unterquelle war? Nein. Haben Sie gefragt, wer die primäre Unterquelle war? Nein. Haben Sie das FBI gebeten, irgendwelche Schritte zur Identifizierung dieser Quelle zu unternehmen, bevor Sie diesen Antrag beim FISA einreichen? Ich weiß nicht, ob ich gefragt habe. Ich wusste, dass Anstrengungen unternommen wurden, um zu versuchen, Steeles Quellennetzwerk zu replizieren, damit wir herausfinden konnten, was wir von Steeles Berichterstattung halten sollten. Die Generalsekretärin kam zu dem Schluss, dass Comey uns auf Seite 135 sagte, dass der Antrag nach seiner Lektüre faktisch und rechtlich ausreichend schien und er keine Fragen oder Bedenken hatte, bevor er ihn unterschrieb. Sicherlich ist Ihnen klar, dass die Identität der Quelle und seine Motive dieser Unterquelle, von der wir jetzt wissen, dass sie möglicherweise ein russischer Agent war, seine Glaubwürdigkeit beeinträchtigen würde. Ist das richtig? Ich hielt es für wichtig, dass wir das Gericht über eine mögliche Befangenheit aus irgendeiner Quelle informieren. Ich erinnere mich, dass ich im ursprünglichen Antrag gelesen habe, dass das Problem der möglichen Befangenheit in Bezug auf den Steele-Bericht angesprochen wurde. Es tut mir leid, Ihre Aussage besteht nun darin, dass Sie das Gericht über mögliche Probleme mit der Unterquelle, politische Motive, Verwendung zur ausländischen Regierung informiert haben. Das FISA-Gericht wurde darüber informiert. Nein, tut mir leid. Ich habe Ihre Frage so verstanden, dass es darum ging, ob wir das Gericht über eine mögliche Voreingenommenheit in Steeles Berichterstattung informiert haben. Ich kannte weder die Identität noch irgendwelche Informationen über Unterquellen. Sie haben persönlich eine beispiellose Überwachung einer mit dem Präsidentschaftswahlkampf in Verbindung stehenden Person während der laufenden Wahlkampfzeiträume genehmigt. Im Oktober 2016 unterzeichneten Sie persönlich zwei weitere Anträge, die auf Informationen aus einer Quelle basierten, von der Sie korrekterweise glaubten, dass sie für die Demokratische Partei arbeitete. Und die Informationen der Quelle stammten, wie sich herausstellte, von einem mutmaßlichen russischen Agenten. Sie haben jedoch nichts unternommen, um diese Informationen zu überprüfen. Sie haben die Bedenken der hochrangigen Anwälte für nationale Sicherheit im Justizministerium beiseite geschoben. Wie soll das amerikanische Volk Ihnen oder dem FBI nach solchen Missbräuchen vertrauen? Ich bin nicht mit den Ausführungen weitgehend nicht einverstanden. Ich denke, das FBI ist eine Organisation, die ehrlich, kompetent, unabhängig und auch fehlerhaft ist, weil sie aus Menschen besteht. Ich muss sagen, ich mache mir nicht unbedingt Sorgen um das FBI als Ganzes, ich mache mir Sorgen um Sie. Ich mache mir Sorgen über das, was Sie einem Gericht bescheinigt haben, dass das FISA-Gericht zu der Schlussfolgerung veranlasst hat, es sei wiederholt irregeführt worden. Dass es aufgrund der Art dieser wiederholten Falschdarstellung nicht mehr darauf vertrauen konnte, was die von Ihnen geleiteten Bundesermittlungsbehörden in späteren Fällen sagte. Das, was ich Ihnen nahelege, ist eine unglaubliche Pflichtverletzung. In der Tat ein Verrat an Ihrer Verantwortung als Direktor des FBI. Wenn ich könnte, Herr Vorsitzender, nur noch eine letzte Sache, an die ich anknüpfen möchte. Der Brief an den Vorsitzenden Graham von John Ratcliffe, von dem ich weiß, dass Sie ihn, Herr Comey, gesehen haben, wie Sie ihn vorhin erwähnten. Herr Ratcliffe sagt, dass US-Geheimdienstbeamte am 7. September 2016 einen Untersuchungsbericht an FBI-Direktor James Comey weitergeleitet haben, in dem es um die Zustimmung der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu einem Plan ging, der Donald Trump und die russischen Hacker betrifft, um die Öffentlichkeit von der Nutzung eines privaten Mail-Servers abzulenken. Haben Sie eine Untersuchung eingeleitet? Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Wenn ich bereits gesagte, klingelt bei mir keine Glocke, wenn ich das lese. Sie haben keinen Untersuchungsauftrag dieser Art erhalten?
Ich erinnere mich nicht daran. Ich kann mich nicht daran erinnern, etwas erhalten zu haben, das in diesem Brief geschrieben wird. Okay, ich muss sagen, Herr Vorsitzender, mir ist klar geworden, dass meine Zeit abgelaufen ist. Ich finde es außergewöhnlich, dass eine Verweisung an das FBI bezüglich Hillary Clintons Kampagne und potenziell illegaler Aktivitäten vom FBI nicht beachtet wurde. So wenig Aufmerksamkeit, dass sich der Direktor nicht einmal daran erinnern kann. Dennoch hatten der Direktor und andere viel Zeit, um während eines laufenden Präsidentschaftswahlkampfs nach Überwachungsbefehlen zu suchen. Die Durchsuchungsbefehle waren so fehlerhaft, dass das FISA-Gericht jetzt sage, dass es könne in zukünftigen Fällen nicht mehr darauf vertrauen, was FBI sagt. Dies ist eine außergewöhnliche Machtmissbrauch. Und es ist an der Zeit, dass wir die Leute dafür verantwortlich machen. Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Senator Blumenthal? Danke, Herr Vorsitzender. Herr Comey, danke, dass Sie heute hier sind. Danke für Ihren Dienst für unsere Nation und danke auch für den Ihrer Familie. Ganz besonders für die Ihrer Frau. Ich denke, dass diese Anhörung wahrscheinlich genauso viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und mit dem gleichen gewaltigen Aufschlag landen wird, wie bei den beiden vorangegangenen Anhörungen. Denn das amerikanische Volk konzentriert sich wirklich auf die direkten und unmittelbaren Bedrohungen für unsere Nation. Aufgrund der grausamen Gleichgültigkeit und der gefühllosen Vernachlässigung dieser Regierung sterben weiterhin täglich fast tausende Menschen an der Pandemie. Die Menschen verlieren weiterhin Arbeitsplätze, Millionen sind arbeitslos. Unsere kleinen Unternehmen haben es schwer. Wir befassen uns hier erneut mit einer 4 Jahre alten Kontroverse. Bei der es um eine Untersuchung der russischen Einmischung im Jahr 2016 ging, wenn die wirklich unmittelbare und dringende Bedrohung die russische Einmischung ist, die gerade in diesem Moment stattfindet. Der Direktor des Sicherheitszentrums, William Ebenina, warnte öffentlich, Russland verbreitet weiterhin Desinformation in der Europäischen Union, die darauf abzielen, unsere Demokratie zu untergraben. Ich kann sagen, dass die Informationen, die wir in den Briefings erhalten haben, absolut erschreckend sind. Wir haben diese Informationen in vertraulichen, als geheim eingestuften Briefings erhalten, von denen ich wünschte, dass sie der amerikanischen Öffentlichkeit mit der gleichen Schnelligkeit bekannt gemacht werden könnten, mit der Dokumente in diesem Verfahren freigegeben wurden. Das amerikanische Volk verdient es, über diese Bedrohung, die andauert, informiert zu werden. Es muss auch über die Bedrohung durch die weißen Rassisten Bescheid wissen. Der derzeitige Direktor des FBI hat erneut öffentlich erklärt, dass rassistisch motivierte, gewalttätige Extremisten eine nationale Bedrohungspriorität darstellen. Eine nationale Bedrohungspriorität, eine Sicherheitsgefahr für dieses Land. Sie sind derselbe weiße Rassist, von dem der Präsident der Vereinigten Staaten gestern Abend sagte, er solle sich bereithalten. Diese Erklärung ist eine der abscheulichsten und entsetzlichsten in meinem Leben. Herr Comey, haben Sie in Ihrer Zeit als FBI-Direktor einen Aufwärtstrend bei den Aktivitäten der weißen Rassisten in den Vereinigten Staaten gesehen? Und wenn ja, mit welcher Art von Konsequenzen? Ja, ich erinnere mich, und die Folgen waren potenzielle Gewalttaten, Einschüchterung farbiger Menschen, all das, was mit der kriminellen Gruppe einhergeht, deren Ziel im Kern böser Rassismus ist. Haben Sie es in der Art, wie Mr. Ray es artikuliert hatte, als eine Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet? Ja, Sie wurden unserer Abteilung für Terrorismusbekämpfung zugeordnet, die sich auf Bedrohungen der nationalen Sicherheit konzentriert. Sind Sie der Meinung, dass mehr Ressourcen für diese Bedrohung aufgewendet werden sollten? Es fällt mir schwer zu beantworten, da ich seit fast 4 Jahren lange weg bin. Man kann nie genug Menschen haben, die ein Problem, das eine gewaltige Bedrohung darstellt, so im Blick haben wie diese Gruppen.
Zusammen mit einer Reihe meiner Kollegen, den Senatoren Durbin, Hirono, Warner, Kane, Gillibrand und anderen, habe ich Maßnahmen namens No Hate Act eingeführt. Auch auf der Seite des Repräsentantenhauses gibt es eine Maßnahme, mit der versucht werden soll, dieser wachsenden unmittelbaren Bedrohung durch den Einfluss und die Gewalt weißer Rassisten entgegenzuwirken. Anstatt sie aufzufordern, tatenlos zuzusehen. Ich beglückwünsche Sie und den derzeitigen Direktor, Mr. Herr Ray, dass Sie sich darauf konzentriert haben. Ich möchte mich zu den Aussagen zuwenden, die Sie vorhin in der Beantwortung der Anfrage von Senator Durbin zu den Schulden in Höhe von 421 Millionen Dollar gemacht haben, die vom Präsidenten als geschuldet ausgewiesen wurden. Sie haben eine Reihe von Hintergrundprüfungen zur nationalen Sicherheit durchgeführt. Im Zuge dieser Hintergrundprüfung habe ich verstanden, dass eine Standardfrage sich auf die Schulden von Einzelpersonen bezieht. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Der Grund für diese Frage ist, anzugeben und offenzulegen, ob diese Person etwas von dieser Schuld verheimlicht hat oder nicht. Korrekt? Korrekt. Das ist ein Aspekt der Untersuchung Ihrer finanziellen Situation. Wie kommt es, dass diese Fakten wichtig sind? Um zu unterscheiden, ob jemand mit Informationen über die nationale Sicherheit vertrauenswürdig ist. Wenn man verstehen, muss man verstehen, ob er für die Ausbeutung durch seinen Gegner über eine kriminelle Gruppe einwillig ist. Wenn jemand eine Menge Geld schuldet und versucht, das zu verbergen, dann erlaubt es den Gegnern, Druck auf die Person auszuüben und sie vielleicht zu etwas zu zwingen, was sie nicht tun sollten. Es ist ein Instrument, mit dem wir versuchen, ausländische Regierungsbeamte zu rekrutieren, die jetzt zum Vermögen der Regierung der Vereinigten Staaten werden. Die Gegner machen also dasselbe mit uns. Der Präsident der Vereinigten Staaten wird natürlich nicht, wie die meisten hochrangigen Beamten, einer Sicherheitsuntersuchung unterzogen. Es geht um das Verbergen dieser Schulden. Nicht nur ihr gigantischer Umfang, sondern auch das Verbergen, dass ihn potenziell anfällig für Erpressung oder anderen zu unzulässigen Einfluss macht. Korrekt? Das ist richtig. Selbst wenn sie völlig transparent wäre, gäbe es immer noch das Bedenken hinsichtlich der Verwundbarkeit, dass der Gegner versuchen könnte, einen geheimen Deal zur Reduzierung der Schulden abzuschließen, selbst wenn die Öffentlichkeit über die Schulden Bescheid weiß. Jede Person in einer verantwortlichen Position, die eine Schuld sowie die Schuld selbst verbirgt, macht sie wahrscheinlicher zu einer Person, der unter dem Einfluss oder der Erpressung durch eine ausländische Regierung steht, korrekt? Sie schafft ein ernsthaftes Gegenspionageproblem, da Sie bei der Entscheidung über die Freigabeeignung eines Mitarbeiters berücksichtigen sollten. Ich danke vielmals. Danke, Herr Comey. Ich danke Ihnen, Senator Tillis, nur um den Fragen von Senator Blumenthal nachzugehen. Wären Sie besorgt über eine Spionageabwehrdrohung oder einen Kompromiss, wenn ein Familienmitglied eines Kandidaten Millionen von Dollar von einem korrupten Unternehmen in der Ukraine erhält? Dass ein Familienmitglied eines Kandidaten Millionen von Dollar vom stellvertretenden Bürgermeister von Moskau erhält? Dass ein Familienmitglied eines Kandidaten von der China Bank ein Investitionsportfolio von 8 Millionen Dollar erhalten wird, hat? That a candidate's family member was getting a billion and a half dollar investment. Würde das beunruhigen? From the China Bank. Would that concern you? Wenn ich noch immer im FBI wäre, würde ich mir Sorgen machen, wie jeden Versuch, Druck auf einen Regierungsbeamten, einen potenziellen Regierungsbeamten oder jemanden, der ihnen nahe steht, auszuüben, um sie zu beeinflussen. Ich danke vielmals, Senator Tillis. Chairman. Herr Vorsitzender, wenn ich das kurz klarstellen darf. Die Frage, die Sie gerade gestellt haben, ist eine hypothetische Frage, die sich auf einen derzeitigen Nichtregierungsbeamten bezieht. Das wir hier haben und was aus den Aufzeichnungen ganz klar hervorgeht, ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, unser Oberbefehlshaber, anfällig für Druckmittel und Manipulation und sogar mögliche Erpressung ist. Ich verstehe Ihren Standpunkt und Sie haben das Recht, ihn hervorzubringen. Was ich gesagt habe, ist sehr real. Es ist nicht hypothetisch. Diese Dinge sind geschehen, Senator Tillis. Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Ich danke Ihnen, Herr Comey, dass Sie hier sind. Herr Comey, ich werde nicht einige Fragen stellen, die bereits von Staatsanwälten und Anwälten gestellt wurden, deren Ausführungen Sie abgelehnt haben.
examples and predicates you have rejected. So instead of getting a non-answer, I want to go. Anstatt eine Nichtantwort zu erhalten, möchte ich mehr auf die Perspektive des Managements gehen. Wir hatten General Horowitz vor diesem Ausschuss. Generalinspekteur Horowitz und er identifizierten, wie Ihnen bekannt ist, die 17 Fehler und Versäumnisse. Wenn ich mir einige der Fehler und Auslösungen ansehe, denken Sie, wir kennen einen, der als Verbrecher identifiziert wurde. Was machen wir mit dem Rest? Ich meine, akzeptieren Sie die Berichte von General Horowitz und seine Erkenntnisse? Glauben Sie, dass sie gültig waren? Das tue ich, und ich hoffe, dass sich daran eine Ursachenanalyse anschließt, die jedes Unternehmen durchführen und herausfinden sollte. Warum genau ist das passiert und wie sollten wir uns ändern, um sicherzustellen, dass es nicht wieder passiert? Nun sagen wir, Sie kamen als neuer Direktor des FBI, nachdem der vorherige Direktor die Organisation studieren ließ, und fanden diese Fehler und Auslassungen. Wenn es Ihrer Meinung nach nicht zu einer Straftat geworden ist, denken Sie, dass es zumindest zur Kündigung und Disziplinarmaßnahmen seitens der FBI führen müssen? Es sind alle hochqualifizierte, gut ausgebildete, sehr erfahrene Fachleute des FBI. Übrigens, die meisten von ihnen sind großartige Leute, aber es ist eine große Organisation. Was ist mit dem Rest? Ich meine, wenn Sie der neue Direktor sind, der diesen Bericht vom Generalinspekteur bekommen hat, was tun Sie dann? Wie sieht Ihr Sanierungsplan aus? Ich habe Sie sagen hören, dass Sie den FISA-Prozess rationalisieren wollen. Vielleicht bekomme ich dazu eine Frage. Was würden Sie jetzt tun, um die 16 anderen Fehler und Versäumnisse, die vor Ihrer Wache aufgetreten sind, zu beheben? Ich würde zwei Dinge tun, in die Breite schauen und in die Enge schauen. Weit schauen, um zu sehen, was diese thematischen Probleme sind, eng schauen, um zu versuchen, sie zu verstehen. Als diese Mitarbeiter diese Entscheidung trafen, was dachten sie da? Schweres Fehlverhalten hängt davon ab, ob jemand absichtlich Fehlverhalten begangen hat. Davon abgesehen gibt es eine Reihe von Fehlverhalten. Man sollte das in Bezug auf jeden mit persönlichem Wissen einschätzen und dann seine Urteile auf dieser Grundlage fällen. Sie wurden zitiert, ich möchte das lesen, damit ich Ihre Worte nicht falsch verstehe. Sie wurden zitiert, als Sie sagten, dass der FISA-Prozess befolgt wurde und dass der gesamte Fall vom Justizministerium und dem FBI in einer durchdachten, verantwortungsvollen Weise behandelt wurde. Sie fuhren fort, dass die Vorstellung, die FISA sei missbraucht worden, Unsinn sei. Stehen Sie unter dazu? Das tue ich. Ich glaube nicht, dass sie missbraucht wurde, aber ich glaube, dass es falsch war, von mir Vertrauen in den FISA-Prozess und in die Ebene der Aufsicht übrigens zu haben. Ich hatte zu viel Vertrauen in dieses umfangreiche, wirklich sehr komplizierte System. Was hätte Sie an der Front zu der Annahme veranlasst, dass es in Ordnung ist? Ich glaube, Sie haben bereits in einer frühen Aussage gesagt, dass es dem FISA-Prozess Dinge gab, die hätten genehmigt werden müssen. Warum haben wir unter Ihrer Aufsicht nicht bereits versucht, diese Art von Änderung vorzunehmen? Nun, mein Vertrauen beruhte auf der Tatsache, dass es sich um eine regelmäßige Überwachung durch das Justizministerium handelte, um regelmäßige Prüfung unserer Fälle. Dann verstand ich auch, dass die Komplexität des Prozesses, die Agenten würden sich bei mir beschweren. Überall, wo ich hinging, war es zu schwierig, eine Visa zu bekommen. Zu viele Leute müssen es abhaken. Zu viele Leute müssen meine Arbeit überprüfen. Die Kenntnis der Prozesse, zu dem regelmäßigen Audits gehörten, gab es als Wirtschaftsprüfer, als Regierungschef das Vertrauen, dass wir einen gesunden Prozess haben. Und das war falsch. Herr Cummey, eines der Dinge, die mich beunruhigen, ist, dass wir hier über eine Untersuchung gegen jemanden sprechen, der für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidiert hat. Wie Senator Sass hatte auch ich mich gegen einige der Äußerungen, die mein Kollege Senator Lee vorschlug, gewehrt. Ich hatte das Gefühl, dass ich Vertrauen in einen Prozess hatte, den ich eindeutig nicht hätte haben sollen. Sogar das FISA-Gericht hat sein Besorgnis über die Ihnen vorgelegten Informationen zum Ausdruck gebracht. Sie wissen, worum ich mir wirklich Sorgen mache. Ich mache mir Sorgen um Leute, die niemals eine Anhörung in ihrem Fall vor dem Justizausschuss des Senats haben würden. Ich meine, wir sind hier, weil wir über einen hochrangigen gewählten Beamten sprechen. Aber haben Sie Bedenken, dass die gleichen Arten von Verfehlungen verwendet wurden? Ich denke, die Menschen sollten zur Rechenschaft gezogen und strafrechtlich verfolgt werden. Haben Sie irgendwelche Bedenken, wenn wir den Verlauf des Visa-Prozesses noch einmal Revue passieren lassen, dass wir unschuldige Menschen da draußen dem gleichen Prozess unterworfen haben und möglicherweise zu Unrecht einen Haftbefehl und Überwachung gehalten haben? Sicher, das ist eine berechtigte Sorge. Der Generalinspekteur hat sich Dutzende Fälle von Fällen angeschaut und Fehler gefunden. Ich glaube, er sagte in jedem Fall, das ist eine ernste Sorge, dass es ein systematisches Problem gibt. Das heißt nicht, dass die Haftbefehle sonst nicht ausgestellt worden wären. Aber darum geht es nicht. Es gab ein Problem. Wenn ich noch da wäre, würde ich jeden Tag darüber nachdenken. Ich vermute, Gray macht es. Nun, Mr. Cummey, ich habe noch eine Frage. Ich erinnere mich an Generalinspektor Horowitz. Ich stellte eine Reihe von Fragen, weil ich
Bericht den Bericht, als er über eine mögliche politische Motivation für das Verhalten einiger der an der Untersuchung beteiligten und identifizierten Personen sprach. Ich habe ihn gefragt, ob er Beweise für eine politische Motivation gesehen hat. Er sagte, das sei undurchsichtig. Wenn Sie es durchgemacht haben, und ich bin sicher, dass Sie es durchgemacht haben, glauben Sie dann, dass dieser ganze Prozess ohne jegliche politische Voreingenommenheit gegenüber dem Präsidenten der Vereinigten Staaten ablief? Dass er einfach frei von politischer Voreingenommenheit war, nur ein Fehler im Papierkram oder ein Geschäftsprozess, der gestraft werden muss. Das tue ich. Was halten Sie von dieser düsteren Beschreibung, mit der General Horowitz die Motivation der Menschen beschrieben hat? Wir haben all die E-Mails und die Mitteilungen gesehen. Viva la Resistance, was halten Sie davon? Glauben Sie ehrlich, dass dieser Prozess auf der Betreiberebene wirklich frei von jeder politischer Voreingenommenheit war? Das tue ich. Das sage ich nicht nur so, ich sage es das, weil den 400-seitigen Bericht von Horowitz gelesen habe, in dem ich glaube, dass die wichtigsten Erkenntnisse bei der Veröffentlichung des Falls in der Durchführung und den Ermittlungsentscheidungen liegt, dass es keine Beweise für eine politische Voreingenommenheit gibt. Wenn Horowitz etwas findet, weiß er, wie er es sagen muss. Er fand das Gegenteil, deshalb sage ich das. Warum sollte Generalinspektor Horowitz, der meines Erachtens ein sehr fähiger Generalinspektor ist, so weit gehen zu sagen, es sei undurchsichtig. Sie sagen, dass es keinen Zweifel gibt, aber wir haben ihn auf der Grundlage derselben Information, die ich in dem Bericht gelesen habe, sagen hören, dass es undurchsichtig ist. Ich weiß nicht, wo das ist, tut mir leid. Ich weiß nicht, woher die trübe Bemerkung kommt. Ich spreche über den Bericht selbst, den ich mehrmals sehr sorgfältig gelesen habe. Er macht diese Feststellung, wir haben in keiner Phase dieser Untersuchung Beweise für eine politische Voreingenommenheit gefunden. Okay, nur eine letzte Frage, Herr Vorsitzender. Ich habe etwa 45 Sekunden zu spät angefangen. Ich weiß, dass Handarbeiten 2014 in Burisma in den Vorstand berufen wurde. Während Sie FBI-Direktor waren und Vizepräsident Biden im Amt war, hatten Sie diesbezüglich Bedenken gegenüber Vizepräsident Biden oder haben Sie gegen Vizepräsident Biden irgendwelche Bedenken geäußert? Ich hatte nie etwas darüber erfahren. Ich wusste nicht darüber, als ich FBI-Direktor war. Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Könnte ich das bitte sehen? Senatorin Hirono wäre die Nächste. Ich möchte nur sicher gehen. Senator Hirono. Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Der Vorsitzende stellte fest, dass er entschlossen ist, das FISA-System zu retten. Tatsächlich grub Horowitz sehr tief in die Untersuchung des Crossfire Hurricane ein. Und in einem 400-seitigen Bericht fand er, wie Herr Comey bemerkte, keinen Beweis für eine politische Voreingenommenheit. Er bemerkte jedoch eine Reihe von Änderungen, die am FISA-Antragsverfahren vorgenommen werden sollten. Tatsächlich nimmt FBI-Direktor Wray diese Änderungen vor. Wenn wir entschlossen sind, Änderungen am Antragsverfahren vorzunehmen, und wir alle teilen diese Sorge, dann sollte sich die heutige Anhörung darauf konzentrieren, ob das FBI tatsächlich die Änderungen vornimmt, die Inspektor Horowitz in seiner sehr gründlichen Untersuchung herausgestellt hat. Herr Vorsitzender, wir wissen, dass DNI Radcliffe seine Erklärung herausgegeben hat, in der er behauptet, dass die freigegebene Information, selektive Freigabe, freigegebene Information, die er gestern über Hillary Clinton aus russischer Quelle veröffentlicht hat, keine russische Desinformation ist. Er räumt jedoch ein, dass es sich bei dem ihm veröffentlichten Informationen möglicherweise um eine Fälschung handelt. Ich finde es einfach erstaunlich, dass DNI Radcliffe diese Art von Informationen praktisch am Vorabend einer Wahl herausgibt und damit den Vorwurf erhebt, die russische Desinformation zu verdrängen, was er einräumt. Herr Vorsitzender, ich denke, wir sollten ihn vor diesen Ausschuss bringen, damit wir ihn befragen können. Die Geheimdienstgemeinschaft, Sonderberater Müller und der parteiübergreifende Geheimdienstausschuss des Senats stellten fest, dass Russland sich in die Wahlen von 2016 eingemischt hat. Herr Vorsitzender, Sie haben dies anerkannt. Wir alle wissen das. Wir wissen auch, dass die Einmischung zugunsten von Donald Trump erfolgte. Sie haben den Bemühungen Russlands, Hillary Clinton zu verleugnen, eindeutig kein Gewicht beigemessen. Und dieser Ausschuss sollte dies auch nicht tun. Wichtiger ist,
dass ich mich die Bemerkung der Demokraten in diesem Ausschuss anschließe, die sich zusammen mit dem amerikanischen Volk fragen, warum wir dasselbe durchgehen, was wir bereits durchgegangen sind. Das hat mit den Prämissen zu tun haben, die in der Untersuchung des Crossfire Hurricane zugrunde liegen. Wir wissen, dass dies irgendwie geschieht, um Donald Trumps Wiederwahlkampagne durch Andeutungen und Fehlinformationen zu unterstützen, die Russland auch heute noch vorantreibt. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, was bei den Wahlen im Jahr 2020 vor sich geht. Und ich muss sagen, dass wir dank Präsident Trump und meinen republikanischen Kollegen hier sitzen. Millionen von Menschen sind ohne Gesundheitsversorgung. Millionen von Menschen sind ohne Arbeit. Und anstatt uns mitten in der Pandemie mit den sehr realen Sorgen des amerikanischen Volks auseinanderzusetzen, wollen wir mit dieser Anhörung über die bereits behandelten Themen hinausgehen. Lassen Sie mich zu einigen Fragen an Herrn Comey kommen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Diana Radcliffe eine Behauptung veröffentlicht hat, die er aus russischen Quellen erhalten hat, die, wie er selbst zugab, nicht zuverlässig ist. Herr Comey, halten Sie es als ehemaliger FBI-Direktor für angemessen, dass Diana Radcliffe diese Information unmittelbar vor der Wahl veröffentlicht? Es fällt mir schwer, das zu kommentieren, denn ich verstehe nicht dazu, was er dort macht. Das Ziel der Geheimdienstgemeinschaft, zu der auch das FBI gehört, sollte es sein, sich aus der Beeinflussung von Wahlen herauszuhalten. Es sei denn, wir erfüllen unsere Pflicht, schützen unsere Demokratie und sorgen dafür, dass keine ausländischen Gegner in die Vereinigten Staaten operieren. Herr Comey, Sie wissen, dass Russland im Moment diese Art von Desinformation nutzt, um unsere Wahlen zu behindern. Sie üben einen bösartigen ausländischen Einfluss aus, wie FBI-Direktor Wray beschrieben hat. Ich würde sagen, diese Art von Informationen zu veröffentlichen, die eine bestimmte Art von Anschuldigungen über Hillary Clinton erheben, ist die Art von Desinformation, die Russland im Moment betreibt. Ich weiß, dass Sie sich bewusst sind, dass Russland sehr gut im Umgang mit sozialen Medien, dem Einsatz von Proxys, staatlichen Medien, Online-Zeitschriften und so weiter ist. Tatsächlich konzentrieren Sie sich im Moment wirklich auf diese Art von Einmischung. Die Art von Information, die Radcliffe veröffentlicht hat, würde das mit Russlands Desinformationsbemühungen übereinstimmen, Herr Comey? Ich weiß nicht genug, um das zu sagen, Senatorin. Ich würde sagen, wir können unsere eigene Schlussfolgerung ziehen. Anfang dieses Monats ist einer der Spitzenankläger, der an der Untersuchung des US-Staatsanwaltschafts John Durham über die Ursprünge der russischen Untersuchung arbeitet, zurückgetreten. Sie ließ Berichten zufolge aus Sorge darüber, dass das Team aus politischen Gründen unter Druck gesetzt wurde, vor Abschluss seiner Arbeit einen Bericht herausgeben. Erst letzte Woche hatte Generalstaatsanwalt Barr zuvor als geheim eingestufte Beweismaterialien im Zusammenhang mit Mr. Durham laufende Untersuchungen über die Ursprünge der Russland-Sondierung veröffentlicht. Eine veröffentlicht, die Chancen von Präsident Trump auf eine Wiederwahl erhöhen soll. Wir sahen auch, wie sich das Justizministerium mit dem Weißen Haus bei mehreren Pressemitteilungen über eine soeben eingeleitete Untersuchung zu angeblich verworfenen Stimmzetteln in Pennsylvania abstimmte. Sie sagten soeben, dass diese Aktion Bedenken über Voreingenommenheit den Anschein von Voreingenommenheit aufkommen ließ. Und hier haben wir den Generalstaatsanwalt, der diese Art von Enthüllung macht. Glauben Sie, dass diese Aktion eine Voreingenommenheit oder den Anschein der Voreingenommenheit von Seiten des Generalstaatsanwalts Barr widerspiegeln? Es fällt mir schwer, zu den Einzelheiten, die ich nicht genug kenne, etwas zu sagen. Aber ich kann sagen, dass sich Generalstaatsanwalt Barr im Allgemeinen ein Konzept für seine Rolle zu eigen gemacht hat, das meines Erachtens im Widerspruch zur Natur dieser Abteilung steht. Es muss von allen Amerikanern sein. Es gibt allerlei Artikel über die Polarisierung des Büros des Generalstaatsanwalts durch Generalstaatsanwalt Barr. Glauben Sie, dass dies uns alle betrifft und warum? Ja, das sollte uns alle ein Anliegen sein, denn wir brauchen diese Institution. Wir brauchen diese Institution getrennt von unserer Stammeskriegsführung,
weil Geschworene und Polizisten und Zeugen und Richter aller politischen Richtungen ihr Vertrauen müssen. Wir müssen so gesehen werden, dass das Justizministerium außerhalb von all dem steht. Wenn der Justizminister anfängt, sich wie ein persönlicher Arm des Präsidenten zu verhalten, droht er damit, und das ist eine unbezahlbare Sache, die bedroht ist. Wir haben bereits den Rücktritt einer Reihe von Berufstätigen im Justizministerium erlebt. Obwohl ich allen Berufstätigen, die ihre Arbeit im Justizministerium fortsetzen, meine Anerkennung aussprechen möchte, nur noch eine Frage, Herr Vorsitzender. Man hat ihr eine Reihe von Fragen zu den 400 Millionen Dollar gestellt, die Präsident Trump schuldet. Wie wichtig ist es, dass die amerikanische Öffentlichkeit weiß, wem dieses Geld geschuldet wird? Und sind Sie der Meinung, dass wir von allen Präsidentschaftskandidaten die Offenlegung erheblicher Geldsummen verlangen sollten, diese Einrichtung oder sogar Ländern schulden? Meine Meinung zu diesen beiden Fragen ist nicht mehr wert als die der anderen Amerikaner. Wir alle sollten verstehen wollen, was mit unserem Staats- und Regierungschefs vor sich geht, damit wir bei der Abstimmung im November eine fundierte Entscheidung treffen können. Und ich werde es dabei belassen. Ich denke, Sie haben bezeugt, dass es für diejenigen von uns, die öffentliche Ämter begleiten, besonders wichtig ist, diejenigen offenzulegen, denen wir alle große Geldsummen anvertrauen, weil wir uns dann verschiedenen Einflüssen öffnen, die nicht gut für unser Land sind. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen. Ich möchte nur eine kurze Bemerkung machen, und dann gehen wir zu Senator Ernst. Was die Enthüllung von Radcliffe betrifft, warum sind sie von Bedeutung? Ich weiß nicht, wie genau die zugrunde gelegenen Informationen sind. Ich weiß, dass Leute gesagt haben, es handelt sich nicht um russische Informationen, aber ob das stimmt oder nicht, ist für mich nicht die Frage. Die Frage ist, wie es sein kann, dass die Geheimdienstgemeinschaft am 7. September 2016 den Direktor des FBI, den stellvertretenden Direktor der Spionageabwehr Peter Strzok, gebeten hat, sich mit dem betreffenden US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und der Genehmigung eines Plans betreffend den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und das russische Hacking, das die US-Wahlen behindert, zu befassen, um die Öffentlichkeit von der Nutzung eines privaten E-Mail-Servers abzulenken. Das Einzige, was ich vorschlage, ist, dass das eine ziemlich große Sache ist. Man hat sich alles auf Trump und mit Russland angesehen. Anscheinend hat sich das niemand angesehen. Anscheinend wurde das einfach unter den Teppich gekehrt. Der Punkt, auf den wir hier hinweisen wollen, ist, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wurde. Es ist offensichtlich wie Tag und Nacht. Und das ist, wenn überhaupt, der schlagende Beweis. Senator Ernst. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich weiß das zu schätzen. Director Comey, und das gilt auch für alle, die zuschauen. Visa-Haftbefehle sind nicht nur die normalen alltäglichen Durchsuchungsbefehle. Sie versuchen Zugang zu Informationen zu erhalten, die wir als sehr privat betrachten. Und wenn wir über die Counterpage-Untersuchung sprechen, dann war das Steele-Dossier die Grundlage für diesen Visa-Haftbefehl. Und daran zweifelt niemand. Das Steele-Dossier ist natürlich der Oppositionsforschungsbericht, der von Christopher Steele zusammengestellt wurde, der von Fusion GPS im Auftrag der Clinton-Kampagne angehört wurde. Ein Dossier, das im Wesentlichen Oppositionsforschung über Donald Trump war. Wir dachten, es sei genau das. Bis letzte Woche, als Generalstaatsanwalt Barr die Deklassifizierung einer bestimmten Fußnote im Bericht des Generalsekretärs über die Untersuchung des Crossfire Hurricane vom Ende letzten Jahres genehmigte. Das ist der Brief, der auf den 24. September 2020 datiert ist. Die Deklassifizierung dieser Fußnote enthüllte etwas Beunruhigendes über das Steele-Dossier. Und die Fußnote enthüllte, dass die primäre Unterquelle des Steele-Dossiers aufgrund ihrer offensichtlichen Verbindung zu Russland zwischen 2009 und 2011 Gegenstand einer FBI-Gegenspionageuntersuchung war. Dasselbe Dokument, das dem damaligen Kandidaten Trump vorwarf, ein russischer Spion zu sein, wurde vom politischen Gegner finanziert und von einem mutmaßlich russischen Agenten recherchiert. Das FBI kaufte alles, oder zumindest wollten sie es wirklich. Von da an wird es nur noch schlimmer. Während Untersuchung dieser Unterquelle stellt sich heraus, dass sie auf Personen zugegangen waren, die im Begriff waren, der Obama-Regierung beizutreten und ihnen ein Angebot unterbreitet hatten. Sie könnten ein wenig zusätzliches Geld verdienen.
wenn sie Zugang zu Geheiminformationen hätten. Glücklicherweise berichteten diese Personen von dieser Begegnung. Ein Mitarbeiter dieser Unterquelle gab auch an, dass er hartnäckig nach seinen Kenntnissen über ein bestimmtes Militärschiff gefragt wurde. Auch diese Begegnung wurde dankenswerterweise berichtet. Diese Unterquelle stand in Kontakt mit einem bekannten russischen Geheimdienstoffizier und wurde in die russische Botschaft eingeladen. Das FBI wusste all dies, als es die erste Erneuerung des Carter PHVs Visa-Antrags beantragte. Im Gegensatz zu den anderen Personen, die von ihren seltsamen Begegnungen mit dieser Unterquelle berichteten, was genau tat das FBI? Was taten sie? Sie teilten dem Visa-Gericht niemals Informationen mit, nicht einen Bissen. Die FBI-Seite unterschrieb eine Verletzung von Carter Cates Privatsphäre, indem sie Berichte nutzte, die normalerweise benutzt würden, eine 30 Sekunden lange politische Anzeige zu erstellen, die von jemandem zusammengestellt wurde, der wahrscheinlich ein echter russischer Spion ist. Ganz zu schweigen von den festgestellten Ungereimtheiten, über die so viele meiner anderen Kollegen zwischen der Berichterstattung im Stil-Dossier und den Informationen, die die Unterquelle Stil selbst zur Verfügung gestellt hat, gesprochen haben. Ungereimtheiten, auf die sich das Crossfire Hurricane Team weiterhin stützte, als es um erneute Visa-Haftbefehle gegen Carter Page ging. Director Comey, laut Peter Strzok wurden sie über die Berichterstattung von Steele informiert und gaben das Okay für die Vorgehensweise des Crossfire Hurricane Teams, Steele bei der Untersuchung einzusetzen. Erinnern Sie sich, dass Sie über die Spionageabwehruntersuchung gegen diese primäre Unterquelle informiert wurden? Das tue ich nicht. Glauben Sie, dass diese Informationen für den Direktor des FBI relevant gewesen wären, wenn er sie erhalten hätte? Ich kenne die Antwort darauf nicht. Vielleicht wäre es für das Team irgendwann definitiv wichtig, zu überlegen, ob es die Unterquelle weniger glaubwürdiger oder glaubwürdiger macht. Ich kann mir vorstellen, dass dies in beide Richtungen schneidet. Das sind ziemlich sachdienliche Informationen, wenn Sie Visa-Befehle genehmigen. Ich würde gerne wissen, was die Motive der Unterquelle sind. Glauben Sie nicht, dass es relevante Informationen sind? Oh nein, ich dachte, Sie wollten wissen, ob es für Sie relevant ist, das dem Direktor zu sagen. Ich schreibe die Visa-eidesstattliche Erklärung nicht. Ich untersuche den Fall nicht. Es ist wichtig, dass die Leute, die den Fall leiten, denken. Macht die Tatsache, dass eine Unterquelle Verbindung zu Russland hat, ihn glaubwürdiger oder weniger glaubwürdig bei der Berichterstattung über Russland? Sie würden damit dringend entscheiden wollen, was Sie damit machen wollen. Als Direktor des FBI unterschreiben Sie einen Visa-Haftbefehl, diesen Antrag. Ich denke, es sind Informationen, die Ihnen als FBI-Direktor des FBI zur Verfügung gestellt werden sollten. Glauben Sie, dass das Justizministerium und das FBI gegenüber dem FISA-Code die Pflicht zur Offenheit hat? Ja. Glauben Sie, dass die Pflicht haben, dem Gericht diese Art von entlastendem Beweismaterial vorzulegen? Meines Erachtens haben Sie im Einklang mit dieser Pflicht der Offenheit die Pflicht, ein vollständiges Bild, gut und schlecht, von allen Informationen zu vermitteln, sodass Sie, wenn Sie entlastende Informationen haben, diese auch zur Verfügung stellen sollten. Ja, das tun Sie. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich das zu Hause anschauen, ich glaube, dass die Leute sich dafür interessieren, dann wollen Sie das FBI kennen und daran glauben. Sie wollen das Justizministerium kennen und daran glauben. Für die Leute, die das zu Hause sehen, geht es hier nicht um politische Vergeltung oder saure Drohung. Hier geht es um eine koordinierte Anstrengung Ihrer Regierung, unserer Regierung, die Politik mit Hilfe kompromittierter ausländischer Geheimdienstakteure zu beeinflussen.
Ich denke, dies ist ein sehr, sehr trauriges Beispiel dafür, was in unserer Regierung absolut schiefgehen könnte.